Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr jetzt eingeschaltet habt auf www.joelmediatv.de. Folge 46 steht an. Wir sind in Johannes 5. Letzte Woche haben wir uns die Geschichte angeschaut, als dieser Mann, der 38 Jahre lang gelähmt gewesen ist, geheilt worden ist. Und heute wollen wir uns anschauen, was daraus geworden ist. Denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Bevor wir beginnen, wollen wir nach guter Gewohnheit niederknien für ein Anfangsgebet und dann starten wir. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können, dass wir dein Wort studieren können. Und wir möchten dich bitten, dass durch deinen Heiligen Geist wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast. Bitte schenk du uns Einsichten in dein Wesen und dass wir lernen, mit dir zu leben. Und wir möchten dich bitten, dass du alle Störende fernhältst und dass dein Wort uns ganz nah zu dir zieht. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Johannes Kapitel 5. Und wir haben ja die ersten neun Verse das letzte Mal behandelt. Da haben wir gesehen, wie Jesus nach Jerusalem kam. Weiß jemand noch von euch, zu welchem Fest er kam? Also im Kalender der Juden, zu welchem Zeitpunkt das war? Kurze Wiederholung. Das war zum Passafest. Ja? Wir haben gesagt, er war jetzt 1,5 Jahre schon getauft und er kam dort zum Passafest und er hat dort an diesem Teich Bethesda diesen besonders schweren Fall eines Mannes gesehen, der 38 Jahre lang, länger als er selbst gelebt hatte, dort krank da niedergelegen hatte. Und wir haben dann die Geschichte angeschaut, wie Jesus durch sein Wort diesen Menschen geheilt hat und ihn befähigt hat, sofort zu laufen. Und wir haben gesehen, wie in dieser Geschichte Jesus es derjenige gewesen ist, der auf den Menschen zugegangen ist und der eine Verheißung gegeben hat, die gleichzeitig ein Gebot war. Ja, und wir haben dann geendet in Vers 9, als es hieß, und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Und jetzt kommt der Satz, der quasi die Verbindung zum nächsten Abschnitt herstellt. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Und da fangen wir jetzt in Vers 10 an, weiter zu lesen. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten. Also offensichtlich ist der, wie Jesus gesagt hatte, nicht nur aufgestanden und hat nicht nur seine Liegematte genommen, sondern er ist umhergegangen. Und was wird er wohl erzählt haben? Jesus hat mich gesund gemacht, nicht wahr? Preist den Herrn, hat gejubelt und sich gefreut und trifft dabei auf diese Juden, die offensichtlich Pharisäer gewesen sind, so auch im Leben Jesu beschrieben. Nun sprachen die Juden zu dem Gesalbten, es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Jetzt muss man sich in die Lage hineinversetzen. Wir kennen die ersten 9 Verse, die Pharisäer kannten die nicht, oder? Die Pharisäer gehen umher, sehen dort jemanden, der einfach diese Liegematte trägt. Und das irritiert sie. Wie kann jemand seine Liegematte tragen? Warum sind sie irritiert? Warum ist es verboten, die Liegematte zu tragen? Aus welchem Grund sagen die das? Die hatten das irgendwo aufgeschrieben. Die hatten irgendwo ein Gesetz, ja? Ja, genau. Also wir kennen ja das Sabbatgebot. Schauen wir mal da erstmal rein. In 2. Mose 20, 2. Mose 20 und dort Vers 8 bis 11, dort wird dir erstmal ziemlich genau gesagt, ab Vers 8, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist es Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Und da kommt eine lange Liste, wer auch alles kein Werk tun soll, und da kommt die Begründung in Vers 6, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Du sollst kein Werk tun. Aber es gibt auch andere Bibelstellen, die noch etwas präziser das ausdrücken. Schaut mal in Jeremia 17. Jeremia 17 und dort Vers 21. Jeremia 17 und dort Vers 21. So spricht der Herr: Hütet euch um eurer Seelen willen,
dass ihr am Sabbattag keine Last auf euch nehmt und sie zu den Toren Jerusalems hineinbringt. Okay? Also das wird vermutlich der biblische Beweistext gewesen sein für ihre Idee. Frage: Hat der Mann dieses Gebot übertreten, ja oder nein? Was würdet ihr sagen? Nein, warum nicht? Okay. Ja. Ja. Kennt ihr denn noch eine Geschichte, wo es auch verboten wird, dass man etwas tragen soll am Sabbat? Das ist also eine Stelle, es gibt noch eine andere, die ein bisschen bekannter ist, wo gesagt wird, dass man keine Last am Sabbat tragen soll. Und wo aufgrund des Kontextes ein bisschen deutlicher wird, worum es geht. Als sie die Tore geschlossen haben, genau. Ja, die Tiere durften auch keine Last haben, das stimmt. Die Tore geschlossen, wann war das, wo war das, bei wem? Wer hat die Tore schließen lassen, weil er gemerkt hat, dass die Israeliten... Die haben Lasten getragen, aber wer war das? Nehemia, genau. Schaut mal, Nehemia, Kapitel 13. Nehemia 13 und dort ab Vers 15. Da lesen wir ein paar Verse, um den Kontext zu bekommen. Nehemia 13 und dort ab Vers 15. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Garben einbrachten und Esel beluden, auch Weintrauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Tyrer in der Stadt, die brachten Fisch und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Machten es nicht eure Väter so? Und brachte unser Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt? Und es geschah, sobald es dunkel wurde, in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen. Und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Last hereinbringe. Ja, das ist die gleiche Formulierung wie in Jeremia. Aber jetzt zeigt der Kontext, worum es geht. Es geht darum, dass Händler Esel und sich selbst beladen, um dort in der Stadt Handel zu treiben, Dinge zu verkaufen. Aber aus diesem biblischen Gebot, dass man am Sabbat nicht handeln soll, hat sich jetzt bei den Pharisäern das etwas erweitert. Für sie bedeutete das, dass man überhaupt gar nichts mehr tragen darf. Jetzt, worin besteht das Problem der ganzen Sache? Also mit anderen Worten, lass mich die Frage anders formulieren, das ist vielleicht ein bisschen zu allgemein. Die Pharisäer haben ja neue Regeln aufgestellt, oder? Sie verstanden das Wesentliche nicht, ja? Okay, es gibt noch ein Problem mit diesen neuen Regeln. Man durfte auch nicht heilen, das war auch natürlich das Problem, ja? Es gibt quasi einen Widerspruch in sich selbst. Oder was sollst du sagen? Da kommen wir gleich dazu, nicht wahr? Das wussten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne? Sie wussten noch nicht, dass das... Ja? Sie wollen das Gesetz Gottes verbessern. Wie hat Jesus das bezeichnet, dass sie das Gesetz Gottes verbessern wollen? Er hat mal einen bestimmten Begriff, ich suche auf einen bestimmten. Schaut mal mit mir, ja. Ich will auf was Bestimmtes hinaus, ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll, damit wir darauf kommen, aber wir sehen es uns jetzt einfach an. Schaut mal Matthäus 23. Matthäus 23. Und zwar bezieht sich ja Jesus in Matthäus 23 auf die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die alle möglichen Extra-Regeln aufstellen, oder? Die haben alle möglichen Extra-Regeln aufgestellt, die über das hinausgingen, was die Bibel sagte. Und schaut mal, wie Jesus das benennt. Matthäus 23, Vers 4. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche
Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern. Also die Pharisäer sagen, du darfst am Sabbat keine Last tragen, stellen aber Regeln auf, die tatsächlich eine Last sind. Jeder Jude hat am Sabbat Lasten tragen müssen, keine physischen Lasten, aber diese übertragenen Lasten, nicht wahr? Er war total eingeschränkt, er konnte nichts tun. Ellen White sagt, sie durften nicht mal eine Kerze anzünden. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben die Heiden angestellt, damit die Heiden all das für sie machten, was sie selbst nicht durften. Was natürlich totaler Unsinn war. Sie haben geglaubt, die Heiden sind sowieso so verloren, die können nicht gerettet werden, die brauchen auch den Sabbat nicht halten. Ja? Aber es war eine Last. Und das ist eigentlich so diese Ironie, nicht wahr? Indem sie also sagen, du darfst am Sabbat keine Last tragen, binden sie ihm eine Last auf. Ja. Okay, zurück zu Johannes 5. Johannes 5 und dort Vers 10 haben wir gelesen. Interessant ist, und ihr habt es gerade schon gesagt, wenn sie sagen, es ist dir nicht erlaubt, deine Liegematte zu tragen, ist das eigentlich das Wort aufnehmen. Ihr habt ja gesehen in Vers 8, Jesus hatte gesagt, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und dieses Wort aufnehmen ist dasselbe Wort, was in Vers 10 übersetzt wird mit tragen. Also Jesus sagt, nimm die Liegematte auf, und sie sagen wörtlich, es ist dir nicht erlaubt, sie aufzunehmen. Das heißt, was hier geschieht, ist, der Mann ist plötzlich im Kreuzfeuer. Jesus sagt, tu es, und die Pharisäer sagen, es ist dir nicht erlaubt. Der Mann ist plötzlich in einer Situation, wo das Wort Jesu und das Wort der Pharisäer exakt gegenüber ist. Kommen wir gleich noch mehr darauf zu sprechen. Übrigens, interessanterweise, Ellen White sagt im Leben Jesu, der Mann war so begeistert, er hatte glatt vergessen, dass es Sabbat ist. Er war so voller Freude, aber er war sich auch keiner Schuld bewusst, weil genau das, was die Pharisäer sagen, es ist dir nicht erlaubt, war genau das, was Jesus ihm vorher befohlen hatte. Nimm es auf. Naja, und wenn Jesus mich gesund macht und er sagt, nimm es auf, dann nehme ich es auf. Ja. Und sie sagen, es ist dir nicht erlaubt. Also jetzt ist natürlich die Krise vorgezeichnet. Vers 11. Johannes 5, Vers 11. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Interessanterweise ist es ja, dass dieser Mann noch nicht einmal weiß, wer ihn gesund gemacht hat. Er weiß nicht mal, dass es Jesus ist. Übrigens auch ein interessanter Beweis dafür, dass Menschen von Jesus gerettet werden können, ohne ihn genau zu kennen. Ja, das ist... Und es ist auch interessant, wie er das sagt. Er sagt, der mich gesund gemacht hat, und im Griechischen ist das mit Emphase, derjenige, der mich gesund gemacht hat, der war es, der mir gesagt hat, du sollst das tun. Also mit anderen Worten, er rennt jetzt in diese Pharisäer, die sagen, was du tust, ist nicht erlaubt. Und er sagt, Moment mal, da hat mich jemand gesund gemacht. Und der mich gesund gemacht hat, der hat gesagt, dass ich das tun darf. Ja? Also er betont dieses... Das hat mir nicht nur irgendjemand gesagt, sondern der hat mich gesund gemacht. Und deswegen tue ich das. Ja? Hier sieht man einen Unterschied zwischen den Geboten, wie Jesus sie gibt, und den Geboten, wie die Menschen sie geben. Jesus hat erst geheilt, und weil er geheilt hat, war der Mensch jetzt bereit, das Gebot zu halten, oder? Der Mensch wurde von Jesus geheilt und dann kam das Gebot, nimm es auf. Die Pharisäer haben nichts für ihn getan, ja, und stellen einfach das Gebot rigoros auf. Und das macht den Unterschied zwischen göttlichen Geboten und menschlichen Geboten. Menschliche Gebote sagen einfach, du darfst nicht. Gott sagt, mach es nicht, weil ich alles in dich hinein investiere. Und das ist ein ganz anderes Konzept von Gebot und von Gesetz. Und wir betrachten oft die Gebote Gottes leider wie menschliche Gebote, als würde Gott einfach nur Regeln aufstellen und überprüfen, ob sie eingehalten werden. Jetzt schaut man Vers 12. Und Vers 12 ist wirklich der Hammer. Aber gar nicht deswegen, was dort steht, aber eigentlich, weil dort etwas nicht steht. Also stellt euch mal vor, ihr seid so ein Pharisäer. Ja? Und da kommt dieser Mann, der sich an eure Regeln nicht hält. Ja? Und ihr tadelt ihn. Und dann sagt er, ja, ich weiß, aber mich hat jemand gesund gemacht. Ja. Was wäre
die natürlichste Frage, die man stellen würde. Ja, wer hat dich gesund gemacht? Aber das Wort gesund gemacht kommt nicht mal vor in Vers 12. Sie fragen nur, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Es interessiert sie gar nicht, dass er gesund gemacht worden ist. Während Jesus ein extra Interesse für den Menschen hatte, geht es ihnen nur um die Einhaltung der Regel, ganz egal, ob es dem Menschen gut oder schlecht geht. Und daran zeigt sich, was menschliche Gerechtigkeit ist und was göttliche Gerechtigkeit ist. Es ist ihnen vollkommen egal, dass er gesund gemacht worden ist. Und das verrät natürlich ihre geistliche Einstellung. Sie haben natürlich schon geahnt, dass das Jesus gewesen sein muss. Ja, weil Jesus hatte schon andere Wunder getan, er hatte andere Zeichen getan. Und so ein Zeichen konnte nur Jesus gewesen sein. Ja. Aber interessanterweise sagen sie nicht mal, war es Jesus? Ja, sie fragen, wer war das? Weil sie natürlich jetzt merken, das könnte eine ziemlich große Krise geben. Sie wollen sich jetzt sicher sein, wenn sie ihn anklagen. Es war ja eigentlich sozusagen aus ihrer Sicht ein doppelter Sakrileg. Was hat Jesus alles verkehrt gemacht? Er hat geheilt am Sabbat und er hat jemanden dann noch zum Lastentragen angestiftet. Doppelter Sabbatbruch in ihren Augen. Und das, wie wir gleich sehen werden, führt ja jetzt zu einer juristischen Auseinandersetzung. Vers 13. Vielleicht schauen wir ganz kurz noch vorher in Römer 10, Vers 2. Diese Geschichte ist vielleicht ein klassisches Beispiel für dieses Prinzip, was der Paulus dort im Römerbrief anführt. In Römer 10, Vers 2. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, er spricht hier von den Juden, ja? Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Und das ist ein wichtiges Thema, denn das hat nicht aufgehört mit dem ersten Jahrhundert. Auch heute gibt es noch viele Menschen, die haben einen Eifer für Gott, aber ihnen fehlt diese Liebe für den Menschen. Kennt ihr Geschichten in der Bibel, wo auch Leute Eifer hatten, aber nicht nach der rechten Erkenntnis, wo Leute ein menschengemachtes Gesetz durchdrücken wollten gegen alle Vernunft? Saulus, also ich war der er schreibt aus eigener Erfahrung, ja. Er wollte die Tradition der Pharisäer durchdrücken und hat zur Not dazu Leute umbringen lassen, ja? Okay, sehr gut. Fallen noch andere Geschichten ein in der Bibel? Nebukadnezar und seine Statue, nicht wahr? Mein Gesetz, nicht wahr, das ich gegeben habe, da würden wir vielleicht sagen, okay, der ist ja Heide gewesen, nicht wahr? Gut, er wusste schon einiges von der Bibel, aber das ist ein typisches Beispiel, ja. War bereit, sogar seine eigenen Leute verbrennen zu lassen, nur um sein eigenes Gesetz durchzudrücken. Noch Geschichten, die euch einfallen? Wo jemand auf ein eigenes Gesetz aufstellt und dann beinahe über Leichen geht, um das durchzudrücken. Jemand, der sogar eine hohe Position im Volke Gottes hatte. Saul, genau. Schaut mal in 1. Samuel 14. Das ist eine unglaubliche Geschichte. In 1. Samuel 14, da lesen wir lesen nicht alles natürlich. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Da ist Krieg mit den Philistern, wie fast immer in den Samuel-Büchern. Und die Armee traut sich nichts zu tun. Und dann gibt es zwei Leute, nicht wahr? Jonathan und sein Waffenträger, die einfach alleine auf diesen Felsenvorsprung da hochklettern, den ersten Vorposten in die Flucht schlagen. Es gibt einen großen Sieg für Israel. Und dann ist es Saul, der die Regel aufstellt, niemand darf an diesem Tag essen. Ja. Und Jonathan hat dieses Gebot nicht gehört, weil er zu weit vorne an der Front gekämpft hat. Ja. Und er nimmt etwas Honig. Und jetzt schaut mal in Vers 43. Und Saul sprach zu Jonathan, sage mir, was hast du getan? Und Jonathan sagte es ihm und sprach, ich habe nur ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte, und siehe, ich soll sterben. Da sprach Saul, Gott tue mir dies und das, Jonathan, du musst gewisslich sterben. Das hat sein eigener Sohn. Aber das Volk sprach zu Saul, sollte Jonathan sterben, der Israel diese große Rettung verschafft hat, das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn er hat an diesem Tag mit Gott gewirkt, so erlöste das Volk den Jonathan, dass er nicht sterben musste. Also hier haben wir ein Beispiel dafür, wie ein Mensch
ohne jegliches Mitgefühl, selbst für seinen eigenen Sohn, eine eigene Regel durchsetzt. Was ist die Schlussfolgerung von der Geschichte in 1. Samuel 14? Was ist die Schlussfolgerung? Also warum steht die in 1. Samuel 14? Was wollte der Schreiber damit verdeutlichen? Ja, Menschengebote sollen nicht mit Eifer durchgedrückt werden, das stimmt. Was noch? Was sagt das über den Saul aus? Ja, genau. Also hier zeigt sich sozusagen die Folgen seines eigenmächtigen Opferns. Also ich glaube, ja. Er wollte doch ein Eiferer für Gott sein, indem er sagt, wir fasten jetzt alle, ja. Gott uns besonders. Genau, er war ein Eiferer für den Herrn, aber es war völlig neben der Spur sozusagen, ja. Ich glaube, einer der Hauptpunkte der Geschichte ist, es zeigt, warum Saul kein guter König war. Die Geschichte zeigt die Unfähigkeit Sauls, ein Volk zu regieren. Ja. Die ersten Kapitel, wo Saul König wird, da ist er noch ein guter König, aber spätestens seit dem eigenmächtigen Opfern zeigt die Bibel mit einer Geschichte nach der anderen, wie irrational er handelt und dass man ihm nicht ein Volk anvertrauen kann. Wenn er seinen eigenen Sohn umbringt, weil der, nachdem er das Volk gerettet hat und die Armee geschlagen hat, eine Spitze Honig ist, ja, wenn er deswegen seinen Sohn umbringt, dann ist er nicht geeignet als König. Ja. Der Umkehrschluss ist, wenn das dasselbe Prinzip ist, auf dem die Pharisäer gerade handeln, dann sind sie so wie König Saul. Sie sind kurz davor, verworfen zu werden. Ja, das ist, steht da jetzt nicht so explizit da in Johannes, aber dadurch, dass sie nach einem ähnlichen Prinzip handeln, wir haben gesagt, und es interessiert uns gar nicht, ob es dir gut oder schlecht geht, zeigen sie damit, dass sie nicht Söhne Davids quasi sind, sondern Söhne Sauls, wenn man jetzt quasi mal biblisch ausdrücken möchte. Und dass sie nicht in der Lage sind, eigentlich das Volk anständig zu führen. Okay, jetzt gehen wir zu Johannes 5 zurück und schauen mal, wie das weitergeht. Johannes 5 und dort Vers 13. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Was meint ihr, warum ist Jesus weggegangen? Es war noch nicht seine Zeit, ja, er wollte jetzt den Konflikt nicht heraufbeschwören. Wolltest du das auch sagen? Ja? Was meint ihr noch? Warum ist er gegangen? Die Menge, ja, also er war ja schon sehr populär. Okay, er geht, um dem Mann eine Chance zu geben, ein Zeugnis abzulegen, ja? Damit haben sie aber den Ordnung. Ja? 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 Er hat sich zurückgezogen. Hier sieht man allgemein, dass Jesus eigentlich jemand war, der nicht sich aufgedrängt hat. Er tut dieses Wunder, nicht weil er das Wunder tun will und sagen, schaut mal, was ich kann, sondern weil es dem so elend geht. Ja? Und dann zieht er sich wieder zurück. Überhaupt die ganze Anfangsphase von Jesus, wir haben das ja gesehen, nicht wahr? Wenn Johannes nicht gerufen hätte, das Lamm Gottes, vielleicht hätte es niemand gemerkt, dass er das Lamm Gottes ist. Ja? Er hat sich immer zurückgehalten und nur, wenn man ihn fast an die Front gedrängt hat, hat er dann was gemacht. Also sehr, sehr zurückhaltend. Ja, absolut. Er wusste genau, er kannte ja die Menschen, er wusste, was passieren würde, wenn er jetzt sich falsch verhalten würde, dass er strategisch gehandelt hat, ja. Also er ging ja nicht weg, um den Konflikt auszulegen, sonst hätte er das mit der Matratze aufheben können. Ja, also er hat sich, er wusste genau, was das bewirken würde. Aber das Interessante ist, und das fand ich jetzt beim Studium ganz aufschlussreich,
Dieses Wort weggehen kommt im Griechischen nur an der Stelle vor und es bedeutet von dem Originalgriechischen den Kopf wegwenden, um etwas zu verhindern. Also quasi, stell dir vor, jemand wirft etwas auf dich und du machst deinen Kopf so zur Seite, um auszuweichen. Das ist eigentlich die Originalbedeutung. Und übertragen bedeutet das, dass man so quasi sich wegwendet. Ja? Also die Idee ist eigentlich schon, dass er den Konflikt nicht gesucht hat. Er wollte natürlich dieses Thema Sabbat, wie du richtig gesagt hast, ins Bewusstsein auch rücken. Ja? Aber er hat nicht den Konflikt gesucht. Hätten die ihn in Ruhe gelassen, er wäre gegangen, hätte nichts weiter gesagt. Ja? Er wollte dem Konflikt aus dem Weg gehen. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiges Beispiel für uns. Wir sollen für die Wahrheit einstehen, auch für unpopuläre Wahrheit, selbst wenn sie völlig der Tradition widerspricht, aber wir sollen nicht den Krieg per se suchen. Ja? Es ist ein großer Unterschied, ob man für die unpopuläre Wahrheit einsteht oder ob man sagt, jetzt lass uns streiten. Ja, hat sich versucht, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Vers 14. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Jetzt diesen Vers, der kommt meistens nicht vor, wenn man die Geschichte so in der Kurzform erzählt, aber der ist enorm interessant aus mehreren Punkten. Sagt mal, was fällt euch auf an diesem Vers? Sammeln wir ein bisschen. Jesus geht ihm nach. Wir haben ja gesehen, auch schon das letzte Mal, dass etwas Besonderes an dieser Geschichte mit dem Mann war. Was haben wir letztes Mal gesagt, ihr da wart? Im Vergleich zu fast allen Heilungswundern war diese Geschichte deswegen interessant, weil Jesus auf ihn kam. Sonst ist es immer so, sonst kommen die Lahmen, gut, also die Lahmen werden getragen, nicht wahr? Die Blinden rufen, alle kommen zu Jesus und sagen, heile mich. Aber hier kommt Jesus zu dem Mann. Aber Jesus kommt nicht nur einmal, er kommt ein zweites Mal. Ja? Also er kommt zu ihm, um ihn zu retten und er kommt zu ihm, um ihn dann in der Rettung zu halten sozusagen, um ihn zu warnen vor dem Abfall. Ja? Also Jesus ist es immer. Jesus ist der, der die Initiative ergreift für die Rettung. Jesus ist es, der die Initiative ergreift, um in der Rettung zu bleiben. Okay, wichtiger Punkt. Was fällt euch noch auf? Das sind eine ganze Reihe von Punkten, die in diesem Vers drin sind. Also einmal haben wir gesagt, Jesus findet ihn. Was fällt euch noch auf? Okay, macht eine Bestandsaufnahme, du bist gesund geworden, ja? Das ist eigentlich sogar der Bibelvers, der deutlich macht, dass dieser Mann wegen seiner Sünde gelitten hat. Ja? Hier offenbart Jesus ihm, schau mal, ich habe dich geheilt, aber ich weiß auch, warum du damals gelitten hast. Es hatte mit deiner Sünde zu tun. Und deswegen sage ich dir jetzt, sündige nicht. Das ist übrigens ein interessanter Hinweis darauf, wie Jesus arbeitet. Er kommt zu uns und sagt uns nicht, schau mal, dir geht's so schlecht, weil du hast das falsch gemacht und das falsch gemacht und das falsch gemacht und das falsch gemacht. Versuch's mal zu ändern. Sondern das Erste, was Jesus macht, er zieht uns zu sich, er rettet uns. Er sagt, steh auf, geh. Und dann, wenn ich sehe und gehe und laufe, wow, das Leben mit Jesus ist toll, dann sagt er übrigens, schau mal, dass du vorher das nicht erlebt hast, liegt an dem und dem und dem und dem und dem. Er zieht ihn dann sozusagen in der Gerechtigkeit. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Genau, fällt euch noch was auf? Warum war der Mann im Tempel? Dass es im Tempel ist, nicht wahr? Also Jesus im Tempel, da gehen bei mir schon mal so ein bisschen die Ja, er wusste das nicht, wer es war, der den geheilt hat, aber er wusste, nach der Bibel sollte er nach solch einer Heilung ein Sündopfer darbringen. Ja, er wusste, er hatte auch gesündigt und er hat sicherlich ein Dankopfer dargebracht, ja, aus Dank. Er hat also im Tempel Gottesdienst sozusagen gefeiert, hat die Opfer gebracht, die angemessen waren und dort findet ihn Jesus. Also das erste Mal findet ihn Jesus dort, wo er war.
Aber als er gesund gemacht worden ist, hat Jesus ihn im Tempel gesucht. Nicht mehr am Teich Bethesda. Wenn wir in Sünden sind, findet uns Jesus dort, wo wir sind. Aber wenn er uns gesund macht, sucht uns Jesus im Tempel. Ja? Jesus geht nicht davon aus, dass wir nach unserer Heilung immer noch uns dort aufhalten, wo wir vorher gewesen sind. Ja? Übrigens, vielleicht nehmen wir das doch gleich dazu, bevor wir dann weitergehen. In Vers 15 wird deutlich, da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Bei dieser zweiten Begegnung erfährt jetzt der Mann, wer der Heiliger gewesen ist, nämlich Jesus. Das heißt, im ersten Schritt haben wir die Heilung. Im zweiten Schritt haben wir jetzt die Lehre, die Erkenntnis. Ja. Wer ist das eigentlich, der mich gesund gemacht hat? Und wie soll ich jetzt leben, nachdem er mich gesund gemacht hat? Und beides gehört zusammen. Ja. Jesus findet ihn, um ihn zu heilen. Jesus findet ihn, um ihm zu sagen, wer er ist und wie er zu leben hat. Und wenn man die Geschichte da trennt, dann fehlt die Hälfte. Ja. Interessanterweise ist die Identität von Jesus im Tempel gefunden worden. Kennt ihr noch eine Geschichte, wo es mit der Identität Jesu und dem Tempel irgendwas Gemeinsames gibt? Er selbst hat mit 12 Jahren im Tempel herausgefunden, wer er wirklich ist. Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Lukas 2. Jetzt findet der Geheilte im Tempel heraus, wer Jesus wirklich ist. Das heißt also, für uns ist es nicht nur Jesus, der im Tempel, im Heiligtum entdeckt, wer Jesus ist, sondern auch wir entdecken im Heiligtum, wer Jesus ist. Das heißt, Jesus kommt zu mir in meiner elenden Situation, in der ich bin, und erwartet nicht von mir, dass ich genau weiß, wer er ist und was er tut und wie das alles funktioniert. Er heilt mich einfach. Er sagt, glaube mir. Und ich muss nur glauben und ich bin geheilt. Aber dann werde ich mich weiter mit ihm beschäftigen und durch den Heiligtumsdienst erkenne ich, wer Jesus alles ist, dass er Gott ist, dass er Mensch geworden ist, dass er Hohepriester ist. Ich verstehe plötzlich den ganzen Erlösungsplan. Und damit verbunden ist dann im Tempel interessanterweise die Aufforderung, sündige nicht. Denn der Tempel, sagt die Bibel, ist der Weg des Herrn, nicht wahr? Der Weg Gottes, der Weg der Heiligung, Heiligtum. Jetzt, wo gibt es noch Aussagen in der Bibel, dass man nicht sündigen soll? Wo? Genau. Also jemand kommt zu euch und sagt, ich glaube, das stimmt nicht, dass man wird immer sündigen, das ist hier ein Ausnahmevers, der gilt nicht. Würdet ihr noch ein oder zwei andere Texte finden, wo das Gleiche steht, wo Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr? Zu Maria? Markus 2? Magst du mal den Vers sagen? Markus 2, Vers? Ja, er sagt so, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, impliziert das irgendwo auch. Aber wo sagt die Bibel, also dass man es nicht missverstehen kann, sündige nicht mehr? Ehebrecherin? Genau. Wo haben wir das? Johannes 8. Genau, Vers 11. Da sagt er, sündige hinfort nicht mehr. Okay, ein Beispiel. Habt ihr noch ein Beispiel? Johannesbrief ist ein heißer Tipp. Da gibt es mehrere Stellen. Die bekannteste ist 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und dann geht es weiter. Aber darf ihr alle sowieso immer sündigen? Nein. So denken manche nicht. Also denken wir manchmal. Ja, genau. Der Vers geht dann weiter. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Also die Bibel macht an keiner Stelle so eine jetzt auf einmal Perfektionismus und wenn du noch einmal sündigst, bist du verloren, überhaupt gar nicht. Aber
diese Idee ist sehr deutlich. Es gibt noch einen anderen ganz bekannten Text, und zwar in 2. Mose 20. 2. Mose 20, Vers 20. Das ist direkt nach welcher Geschichte? Nach den 10 Geboten. Genau, nach den 10 Geboten. 2. Mose 20, Vers 20. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Die Furcht Gottes, nicht wahr? Damit ihr was? Damit ihr nicht sündigt. Also 2. Mose 20, Vers 20, damit ihr nicht sündigt. Johannes 5, geh hin und sündige nicht mehr. Johannes 8, geh und sündige nicht mehr. 1. Johannes 2, Vers 1, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das sind mindestens 4 Stellen, Altes und Neues Testament, inklusive 2 Aussagen von Jesus persönlich, die sagen, dass wir nicht sündigen sollen. Eigentlich ist die Lehre ziemlich einfach, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie so durch ein obskures Ellen-White-Zitat aus den unveröffentlichten Manuskripten abgeleitet irgendwie. Das könnte auch wahr sein. Ja, genau. Aber was ich noch mal sagen, es ist jetzt nicht irgendwie so Insider-Wissen, dass man irgendwie nach 7 Jahren Studium bekommt. Nein, das ist ziemlich eindeutige, unmissverständliche Lehre. Und wenn man das Wesen des Erlösungsplanes versteht, dann kann man es auch einordnen, nicht wahr? Weil es der Jesus ist, der mich dort abholt, wo ich bin, der, auch wenn ich 38 Jahre lang in der Sünde gelebt habe, mich sofort heilen kann und der mir die Kraft geben kann, aufzustehen. In dem Zusammenhang versteht man das Sündige hinfort nicht mehr. Interessant ist, wenn wir zurückgehen zu Johannes 5, dass er sagt, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Also der Vers ist übrigens auch ein wichtiger Hinweis darauf, dass diese Idee von einmal gerettet, immer gerettet natürlich Unsinn ist, weil er ist gesund gemacht worden, ihm ist die Sünde vergeben worden, aber er kann noch sündigen, wenn er will. Warum sagt Jesus, dass wenn er jetzt sündigen würde, dass ihm etwas Schlimmeres widerfahren würde? Ist das nicht gemein? Also ich meine, der hat ja schon 38 Jahre lang, heißt das denn, dass er auch notwendigerweise 39 Jahre lang leiden muss? Ja. Und man macht es halt wieder. Also es wird halt immer schwieriger. Es gibt ja dieses Gleichnis mit diesem aufgeräumten Haus, die Dämonen ja wieder rein. Also nicht, ja, dass Jesus nicht die Kraft hätte, aber diese Entscheidung des Mannes, also die ist halt irgendwie. Ja. Das Gleichnis ist sehr wichtig mit den Dämonen, die dann kommen, ja. Magst du ein bisschen verstehen, wie diese Aussage als Strafe und als Konsequenz? Aha. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, oh, wenn du nochmal sündigst, dann werde ich noch mehr strafen. Sondern es geht darum, dass Gott sagt, wenn du bei mir bist, geht es dir gut, aber wenn du wieder dem Satan dich unterstellst, dann werden die Konsequenzen diesmal noch schlimmer sein. Kennt ihr Beispiele im Alten Testament, wo fortgesetztes Sündigen immer schlimmere Konsequenzen hat? Wo sozusagen durch Erkenntnis Gottes und weiteres Sündigen die Konsequenzen immer schlimmer werden. Das ist ja die Idee. Hm? Ja, nicht 5. Mose 28, sondern das Parallelkapitel. 3. Mose 26. Genau. Schaut mal, 3. Mose 26, aber es ist das gleiche. Segen und Fluch. Da kommt diese Idee ganz deutlich zum Tragen. 3. Mose 26. Schaut mal, 3. Mose 26 und dort Vers 23 und 24. In 3. Mose 26 geht es ja darum, wenn wir Gottes Geboten nicht gehorchen, dann erleben wir Fluch. Ja? Und dann sendet Gott manche Dinge, die dazu dienen sollen, dass wir sehen, dass ohne ihn wir kein gutes Leben haben können. Ja? Und jetzt schaut mal in Vers 23 und 24. Wenn ihr euch aber dadurch noch nicht von mir züchtigen lasst, was sagt Jesus in Johannes, in der Laodicea-Botschaft, wen züchtigt er? Die er liebt hat, ja? Also es ist ein Akt der Liebe. Wenn ihr euch nicht züchtigen lasst, sondern euch mir widersetzt, ja, das heißt, da offenbart sich Gott, man kann ihn erkennen, er tut es aus Liebe, aber man widersetzt sich dem dann erneut. So will ich mich euch widersetzen und euch 7-fach schlagen um eurer Sünden willen. Und, also im nicht mal, 7-fach schlagen. Und dann geht es immer so weiter, nicht wahr? Es ist immer noch 7-mal mehr und 7-mal mehr. Zum Beispiel Vers 18 dann auch, nicht? Wenn ihr mir aber dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch 7-mal mehr bestrafen um eurer Sünden willen. Das heißt, hier ist diese Idee, dass die Konsequenzen der Sünde immer schlimmer werden, je öfter wir reinfallen. Heißt das also, dass Gott dann irgendwann nicht mehr retten kann?
Also jetzt anders ausgedrückt, wenn der Mann jetzt wieder gesündigt hätte, hätte Jesus ihn retten können? Schaut mal in Nehemia, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Nehemia 9, Vers 28. Die Geschichte Israels war ja so eine Geschichte von ständigen Offenbarungen Gottes und ständigem Rückfall. Nehemia 9 und dort Vers 28. Aber sobald sie was hatten? Hört ihr da? Nehemia 9, Vers 28. Sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen. Das sind die Konsequenzen, ja. Die herrschten über sie, wenn sie dann wieder zu dir schrien. Was hat Gott getan? Erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Das heißt, hier ist eine ganz tiefe Wahrheit. Sie haben gesündigt, Gott hat sie gerettet, sie hatten Ruhe, dann haben sie wieder gesündigt. Es wurde schlimmer mit ihnen, aber Gott hat sie wieder gerettet. Und dann hatten sie Ruhe und dann haben sie wieder gesündigt. Und dann hat Gott sie wieder gerettet. Ihr kennt die Geschichte von Maria Magdalena, dass die 7 Dämonen ausgetrieben bekommen hat. Wisst ihr, was Ellen White sagt? Dass sie sagt, sie hörte 7-mal die Stimme von Jesus, dass die Dämonen ausgetrieben worden sind. Also die Idee ist wahrscheinlich die, nicht, dass Jesus einmal 7 Dämonen ausgetrieben hat, sondern dass das 7-mal passiert ist. Mal zum Nachdenken. Warum ist dann Jerusalem am Ende doch zerstört worden? Wenn Gott jedes Mal vergeben hat. Warum kam dann der Punkt, wo 70 nach Christus keine Vergebung mehr da war? Oder war da noch Vergebung da? Also ist es ja nicht so, dass kein Jude mehr gerettet werden konnte. Also das Okay, das stimmt auch, ja. Das muss man beachten. Ich meine, sie mussten ja irgendwie verstehen, dass sie einfach nicht einfach so, indem sie tun und machen, was sie ja. Haben, das auserwählte Volk. Sie mussten das, also Gott wollte ihnen zu verstehen geben. Also es ist ja nicht, also die Strafe von Gott ist immer eine Erziehungsmaßnahme. Ja. Schaut, die Geschichte ist total interessant. Am Beispiel von Jerusalem, oder? Das Volk sündigt, Gott sendet den Ägypter, den Pharao, den Shishak und lässt den Tempel rauben und sagen, oh nein, ja, es tut uns leid, sie bekehren sich, Generationen später sündigen sie wieder, es geht immer auf und ab, auf und ab, auf und ab. Und immer werden die Gefahren größer, immer neue Armeen kommen, Belagerungen und so weiter. Dann kommen die Assyrer und es sieht schon fast aus, als ob sie dahin sind. Was macht Hiskia? Betet, oder? In letzter Sekunde gibt es eine große Erweckung, Reformation. Was macht Gott? Tötet alle Assyrer, befreit Jerusalem und sagt, Jerusalem ist eine Jungfrau, ja, hat noch nie gesündigt. Und dann fällt das Volk wieder ab. Und dann kommen die Babylonier. Und dann fällt Jerusalem. Aus einem einfachen Grund. Niemand betet mehr um Vergebung. Nicht wahr? Jeremia predigt und predigt, kehrt doch um, kehrt doch um, kehrt doch um. Aber dieses ständige Zurückfallen in die Sünde führt irgendwann zu solch einer Verhärtung, dass man die immer noch mögliche Gnade nicht mehr annehmen will. Und das ist eigentlich das, wovor Jesus warnt. Er sagt nicht, jetzt pass mal auf, Gott hat nur so zu viel Kontingent an Gnade und wenn du zu viel sündigst, könnte man schnell in den roten Bereich kommen. Ja? Wovor er vielmehr warnt ist, dass man immer wieder sündigt und immer wieder sündigt, die Gewohnheit so viel stärker wird, dass man irgendwann gar nicht mehr befreit werden will. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Genau. Die Gefahr der Sünde ist nicht, dass man Gott irgendwann erbittert. Weil die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Gefahr ist, dass die Sünde einen selbst so sehr verändert, dass man die Rettung gar nicht mehr will. Und dann Gott nichts mehr tun kann. Das ist das eigentliche Problem. Und deswegen ist dieses Thema so ernst. Und wichtig, dass Jesus das hier erwähnt. Zurück zu Johannes 5. Ja, na, selbstverständlich. Wie meinst du genau? Genau, da geht es ja darum, das heißt jetzt Impossible, ich kann es auf Englisch Impossible, Once Enlightened. Mhm.
Ja, du meinst, denn es ist unmöglich, dass die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das Wort, gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich selbst den Sohn Jesu, den Sohn Gottes wieder im Kreuz singen und zum Gespött machen. Das ist ja letztendlich die Sünde gegen den Heiligen Geist, oder? Mal kurz zusammengefasst, jetzt können wir nicht ein genaues Studium hier machen, aber die Idee ist, es kommt der Moment, es gibt einen Moment, wo du dich so sehr von Gott entfernt hast durch die Sünde, durch wiederholtes Sündigen, dass du nicht mehr Buße tun kannst. Es ist unmöglich. Nicht, weil Gott nicht mehr will, sondern weil es unmöglich ist. Und wenn Gott sagt, dass etwas unmöglich ist, kann es nur an einer Sache liegen. Es kann nicht daran liegen, dass Gott sagt, ich habe keine Mittel mehr, ich habe keine Gnade mehr, ich weiß nicht, wo ich es nehmen soll. Es liegt an dem einen Punkt, den Gott nicht kontrollieren kann. Das ist der freie Wille. Saul ist ein gutes Beispiel. Ja? Satan ist ein Beispiel dafür, der irgendwann zu weit gegangen ist, den man nicht mehr erneuern konnte zur Buße. Judas. Ja, Judas hätte, also die Sünde von Judas ist jetzt technisch gesehen nicht so viel schlimmer gewesen als die von Petrus, oder? Beide haben ihn verleugnet. Gut, Judas hat noch Geld dafür genommen. Aber der Gott, der Petrus vergeben hat, hätte auch Judas vergeben. Ja, mit Sicherheit. Weil Jesus hat ganz viel schlimmere Sünden vergeben als Verrat. Aber das ist genau der Punkt. Es geht um den eigenen Willen. Jetzt zurück zu Johannes 5 und dort Vers 15. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Jetzt dieser Vers, wir haben schon gesehen, also Jesus, also er hat im Tempel, im Heiligtum, mit der Beschäftigung mit dem Heiligtum, hat er jetzt Jesus erkannt, wer er wirklich war. Und was tut er jetzt? Er geht hinaus und erzählt den Juden von Jesus. An welche Geschichte erinnert euch das? Dass hier jemand mit Jesus spricht und dann vor Begeisterung hinausgeht und es den Menschen erzählt. Ja, die? Maria, die gesündigt hat, ja. Und? Die Samariterin in Johannes 4. Jetzt vergleichen wir ganz kurz Johannes 4 und Johannes 5. Weil meistens vergleicht man Johannes 3 und Johannes 4, Nikodemus und die Frau am Jakobsbrunnen. In Johannes 4 und Johannes 5. Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Geschichten, zwischen der Frau am Samariterbrunnen und diesem Mann hier? Beides sind, haben Leiden wegen ihrer Sünde, oder? Okay. In beiden Fällen ist es Jesus, der die Initiative ergreift, oder? Jesus spricht die Frau an, Jesus kommt zu dem Mann. Okay, was noch? Also beide haben selbst gesündigt, beide sind schlimme Sünder. Ja, da komme ich zu, ja. Beide haben was? Ja. Ja, also beide haben einen Wunsch, sie möchten gesund werden an Körper bzw. Seele. Beide, nachdem sie geheilt worden sind oder nachdem sie Jesus getroffen haben, geben sie Zeugnis. Beide haben sehr lange gelitten, oder? Bei der Frau war das nicht eine Sache von ein paar Tagen, sondern es hat ihr ganzes Leben sich durchzogen, ja? Weil fünf Männer hast du nicht in einem Tag. Ja? Also es ist eine lebenslange Geschichte von ihr. Der Mann hat 38 Jahre das Problem. Es waren Lebensprobleme, die sich gelöst werden. In beiden Fällen geht es um Wasser. Die Frau kam zu einem Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Der Mann saß an einem Teich, um ins Wasser zu kommen. Ja, und in beiden Fällen gibt es auch eine geistliche Bedeutung mit dem Wasser. Ja? Jesus bietet das Wasser des Lebens an. Ja? Und hier war das Wasser sozusagen, man dachte, dass man dadurch geheilt wird. In beiden Fällen geben sie mit großer Begeisterung Zeugnis. Und jetzt kommen im Englischen würde man sagen, die Punchline. Warum Johannes das wieder aufschreibt. In Johannes 4, was ist das Resultat dieser Missionsbemühungen? Eine ganze samaritanische Stadt rennt zu Jesus und will ihn hören. Und die meisten bekehren sich, ja? Und was ist das Ergebnis in Johannes 5? Das lesen wir jetzt nicht mehr. Jesus wird vor den Hohen Rat gestellt. Das ist unglaublich, ja? Also, und das sind so der Johannes macht das so geschickt, wie die Geschichte nebeneinander stellt und sagt: Schau mal.
Die gleiche Geschichte. Die Samariter sind begeistert, nehmen ihn als Messias an und sein eigenes Volk will ihn töten. Jetzt schauen wir mal in Vers 16. Da und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Es ist interessant, dass sie ausgerechnet seinen Tag missbrauchen, den er der Menschheit geschenkt hat, um ihn jetzt umzubringen. Ja? Ja, vielleicht hatten sie erstmal vor, das an einem anderen Tag zu machen, aber ja, aber es ist auf jeden Fall verboten, Mordgedanken am Sabbat zu haben, weil das ist an jedem Tag verboten. Ich finde auch interessant, wenn man das Volk Gottes anschaut, die Jünger sind ja auch Volk Gottes. Ja. Samarin. Also sie sind ja auch nicht ganz bei der Liebe, ja. Ja, ja, ja. So ein bisschen ist oder verstehen das irgendwie nicht, was machst du mit dieser Frau? Aber lassen sich dann verändern, lernen was. Und die anderen bekämpfen diese Frau. Ja. Ich finde, das ist schon irgendwie, das ja, irgendwie berührend und irgendwie traurig auch. Und weil das geschieht uns ja auch. Ja. Ja, also wir leben so. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir holen ganz kurz das. Dass wenn Wahrheit kommt, es manchem Volk Gottes gibt wie die Jünger, die vielleicht erstmal damit Probleme haben, aber sich verändern lassen und dann andere dagegen wirklich ankämpfen wie die Pharisäer. Und das ist genau ein wichtiger Punkt. Jetzt schaut mal in Vers 17. Jesus wird jetzt vor den Sanhedrin gebracht. Das ist jetzt 2 Jahre vor dem Datum, wo er sterben soll. Er hat noch 2 Jahre vor sich, aber sie wollen ihn jetzt schon umbringen. Ja, also quasi der Satan, der zieht jetzt alle Register. Das Drehbuch scheint in Gefahr zu kommen. Jesus aber antwortete ihnen und jetzt schaut mal diese unglaubliche Antwort. Übrigens, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ellen White sagt, der Sanhedrin hatte eigentlich vorgehabt, ihn zu töten. Sie konnten aber nicht, weil sie unter römischer Besatzung waren. Ja, wären sie ein unabhängiger Staat gewesen, hätten sie ihn jetzt schon des Todes angeklagt. Aber sie wussten auch, man kann einen römischen Statthalter nicht davon überzeugen, jemanden zu kreuzigen, weil der am Sabbat einen Menschen gesund gemacht hat. Das würde kein römischer Statthalter auch nur ernst nehmen. Und deswegen hatten sie jetzt ein anderes Ziel. Was meint ihr, was war wohl ihr Ziel, dass sie ihn trotzdem vor den Sanhedrin gestellt haben, obwohl er nicht getötet werden konnte, jetzt an dieser Stelle? Was haben sie da vielleicht für ein Ziel verfolgt? Das ist ganz interessant, sich mal Gedanken zu machen. Ja. Also richtige Menschenmengen, die sich für begeistert, das wollten sie verhindern. Sie wussten ganz genau, allein die Tatsache, dass er vor Gericht steht, dass er angeklagt wird, wird dazu führen, dass viele Menschen, die vorher ihm immer gefolgt sind, jetzt sagen, naja, wenn die Obersten ihn vor Gericht stellen, dann ist es vielleicht nicht so gut, ihm zu folgen. Dann macht das Angst, dann wer weiß, was mit mir passiert. Und das ist eine Methode Satans einfach, obwohl er weiß, er wusste, er konnte den Satan jetzt, den Jesus nicht direkt umbringen, aber er konnte seinen Einfluss stark dämpfen. Ellen White sagt, wenn die Priester ihn nicht vor Gericht gestellt hätten, hätte die Welt eine Reformation gesehen, wie es nie passiert ist. Denken wir darüber nach. Wahrscheinlich hätte das Werk Jesus sehr viel weiter gehen können, wenn sein Volk kooperiert hätte. Das ist ein interessanter Gedanke, den muss man mal durchdenken. Natürlich war das Werk Jesu vollendet und nicht wahr, aber vielleicht hätte es in seinem Umfang, so rein quantitativ, noch sehr viel größeren Einfluss haben können, schon in den 3,5 Jahren vor seiner Kreuzigung. Und sie haben, soweit es ging, das eingedämmt durch dieses Gerichtsurteil oder dieses Gerichtsverfahren. Sie haben übrigens auch, der Grund war, ihre Logik, schreibt Ellen White, war, sie wollten beweisen, dass Jesus die alten Traditionen bricht, und deswegen das Volk teilt, es kommt zur Spaltung im Volk, und wenn das Volk gespalten ist, dann haben die Römer leichteres Spiel. Also sie wollten quasi auch die patriotischen Gefühle der Juden damit, wie sagt man, die patriotischen Gefühle anregen. Und dann sagt sie, dieser Rat war nur das Instrument eines anderen Rates. Was hier jetzt
dem Jesus vorgeworfen wird, war zuvor beschlossen worden im Rat von Satan und seinen Engeln. Nachdem der Satan die Niederlage in der Wüste erhalten hat, waren sie übereingekommen, dass sie doch noch Jesus angreifen, und zwar durch Strategie. Ist nicht interessant, dass die Anklage lautet, Jesus hält sich nicht an das Gesetz. Wer hat das zuerst gesagt? Jesus hält sich nicht an das Gesetz. Luzifer hat gesagt, Gott hat ein Gesetz. Dem Gesetz schreibt er vor, dass alle liebevoll sind. Aber er selbst ist es nicht. Er schreibt vor, dass alle einander dienen sollen, aber er ist ein Tyrann, der über alle herrscht. Und das Problem für Luzifer war immer Christus gewesen. Ja? Der erhöht sich. Ja? Der ist jetzt der Diktator über alle. Christus, Jesus, der Sohn Gottes, hält sich nicht an das Gesetz. Das war die Anklage im Himmel gewesen. Das ist die Anklage hier. Und jetzt achtet mal auf die Antwort von Jesus. Die ist wirklich brillant. Was sagt er? Vers 17. Mein Vater wirkt bis jetzt. Mal bis dahin. Was ist denn das für eine Antwort? Warum sagt Jesus, mein Vater wirkt bis jetzt? Was war die Anklage? Die Anklage war, du hast den Sabbat gebrochen. Und er sagt, mein Vater wirkt bis jetzt. Was ist das Argument? Das kommt danach. Erstmal nur, mein Vater wirkt bis jetzt. Komisch, nicht wahr? Muss man drüber nachdenken. Es ist ein unglaublich brillantes Argument. Er sagt, wer ist mein Vater? Gott im Himmel. Und er sagt, mein Vater wirkt. Was ist ein anderes Wort für wirken? Arbeitet. Was arbeitet denn Gott, der Vater? Er heilt. Er hält alle am Leben. Er lässt das gesamte Universum laufen. Er schafft immer wieder Neues. Auch am Sabbat? Bis jetzt. Also die Implikation ist ununterbrochen. Er hat die Welt geschaffen und bis jetzt arbeitet er für sie. Mit anderen Worten, was Jesus sagt, ist, ihr sagt, dass ich den Sabbat gebrochen habe. Gott selbst arbeitet seit der Schöpfung unaufhörlich. Er wirkt. Er wirkt. Er hat nicht nur gewirkt damals, sondern er wirkt bis jetzt ununterbrochen. Jeden Sabbat geht die Sonne auf. Ratet mal, weswegen. Also, unausgesprochen ist das Argument, wenn Gott der Vater den Sabbat so halten würde, wie ihr das vorschreibt, dann hättet ihr es jeden Sabbat dunkel. Da würde keine Sonne scheinen, da würden keine Bäume wachsen, da würde nichts sein. Ja, ihr würdet nicht mal leben. Weil der Sabbat nicht davon spricht, dass man nicht arbeiten soll, der Sabbat spricht davon, dass man nicht für sich selbst arbeiten soll. Ellen White sagt sogar kurioserweise, der Sabbat ist der Tag, bei dem Gott am meisten zu tun hat. Weil am Sabbat sein Volk am ehesten noch an ihn denkt. Die meisten Gebete gehen am Sabbat in den Himmel. Ja? Die meisten geistlichen Segnungen werden am Sabbat erbeten. Der Sabbat ist Gottes spezieller Arbeitstag. Ähnlich wie die Prediger auch am Sabbat arbeiten. Nicht, ja? Und das ist natürlich ein brillantes Argument, weil wenn Gott am Sabbat für andere da ist, warum darf ich nicht am Sabbat jemandem Gutes tun? Gott, der Vater, bestimmt, wie der Sabbat zu halten ist. Und dann kommt jetzt der nächste Satz und der heißt, und ich wirke auch. So, jetzt kommt die nächste Bombe. Die erste Bombe war, Gott arbeitet am Sabbat. Und zwar Werke der Nächstenliebe. Die nächste Bombe ist, er sagt, und ich mache das auch. Worin lag da die Bombe? Die Juden haben das sofort verstanden. Die Juden haben ja eigentlich auch gesagt, Gott ist unser Vater. Das war ganz normal. Aber der nächste Vers offenbart, was sie wirklich verstanden haben, Vers 18. Darum suchten die Juden nun auch mehr, ihn zu töten, nur noch mehr zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte.
Jesus hat hier wahrscheinlich wie kaum zuvor ganz explizit gesagt, so wie Gott wirkt als Schöpfer, so wirke ich auch. Ich bin Gott. Das ist ja, wir haben gesehen, im Johannesevangelium ist das quasi so der rote Faden. Ich war vom ersten Satz an. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch, wir sahen seine Herrlichkeit. Jedes einzelne Kapitel bringt einen Beweis dafür, dass er Gott sein muss. Und hier sagt es. Übrigens, könnt ihr euch noch erinnern an das, was wir das letzte Mal gesagt haben über Kapitel 5, Vers 4, über diesen Engel und dem Teich? Und wie wir gesagt haben, dass das ein Beispiel dafür ist, dass es Verse gibt, die nicht die Realität beschreiben, sondern die Wahrnehmung der Menschen? Ich erkläre es mal für alle, die nicht da waren. Wir haben gesagt, es gibt in der Bibel Verse, die auf den ersten Blick so aussehen, als würden sie einfach eine Realität beschreiben, aber sie beschreiben das, was die Menschen wahrgenommen haben. Also die Schlangen der Magier aus Ägypten, da steht, es wurden Schlangen, aber es waren keine echten Schlangen, sie haben es nur so wahrgenommen. Oder wenn der Saul bei Endor ist, bei der Witwe, heißt es, und Samuel stieg herauf, aber das ist nur die Wahrnehmung, es war nicht wirklich Samuel. Und hier ist noch so ein Vers in Vers 18. Denn es heißt ja, darum suchten die Juden nun auch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach. Wenn man den Vers so liest, wie er da steht, könnte man denken, Jesus hat den Sabbat gebrochen, oder? Aber das ist wieder ein Beispiel dafür, wie ab und zu in der Bibel eine Sprache verwendet wird, die die Wahrnehmung der Menschen beschreibt, nicht das, was er wirklich getan hat. Es war ihre Wahrnehmung, dass er den Sabbat gebrochen hat. Ja. Und nur, dass man das mal richtig einordnet. Hat Jesus das Gesetz Gottes gebrochen? Könnt ihr einen Bibeltext aus dem Alten Testament mir sagen, wo deutlich wird, dass Jesus das Gesetz Gottes ehrt? Meinetwegen auch so einen neuen, aber es ist einfacher. Jemand fragt euch auf der Straße, sagt mir einen Text, dass Jesus das Gesetz Gottes geehrt hat und nicht gebrochen hat. Genau. Ja, da hat er das Gesetz gehalten, selbst, ja. Er hat nicht gesündigt, das stimmt, Matthäus 4. Ich bin nicht gekommen, meint nicht, dass ich gekommen bin. Das Gesetz und die Propheten aufzulösen, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, Matthäus 5, Bergpredigt, genau. Gibt viele Verse, aber einer, der im Alten Testament interessant ist, zum Beispiel, ist Jesaja 42. Jesaja 42, Vers 21, es gefiel dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß, und jetzt kommt der nächste Satz, oder der nächste Teilsatz ist wichtig, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Jesaja 42, Vers 21. Jesus kam, um das Gesetz groß zu machen, aber, und das ist entscheidend, um es herrlich zu machen. Das Gesetz war zwar groß in den Tagen Jesu, aber es war nicht herrlich. Ja, es war eine Last, es war eine Bürde. Und Gott hatte gesagt, ihr sollt am Sabbat keine Lasten tragen. Und er kam und hat durch dieses Wunder gezeigt, worum es beim Sabbat wirklich geht. Es geht darum, anderen zu dienen. Denn das ganze Leben geht darum, anderen zu dienen. Das ganze Gesetz Gottes geht um die selbstaufopfernde Liebe an andere. Deswegen sagt der Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Das Gesetz Gottes herrlich gemacht. Und an diesem Punkt entspinnt sich jetzt natürlich der Konflikt. Sie hätten ihn, so sagt das Leben Jesu, sie hätten ihn am liebsten an Ort und Stelle umgebracht, wenn das Volk ihn nicht so geliebt hätte, hätten sie ihn jetzt schon umgebracht. Aber so kommt es jetzt zu der Gerichtsverhandlung. Und das nächste Mal schauen wir uns dann an, was er dort alles gesagt hat, weil jetzt kommt diese große Rede vor dem Sanhedrin, die vollgepackt ist mit interessanten theologischen Ansichten und Dingen. Aber die gucken wir uns das nächste Mal an. Ich denke, für heute können wir eine ganze Menge lernen und vielleicht als Wichtigstes diese Idee, dass wenn wir geheilt sind, Jesus uns nicht alleine lässt. Er findet uns immer wieder und im Tempel, im Heiligtum erkennen wir, wer er wirklich ist
und wie wir durch seine Kraft nicht sündigen müssen. Ja, nicht sündigen brauchen. Und in diesem Sinne, lasst uns noch beten und dazu niederknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Studium dieses Abschnittes und wir danken dir, dass wir so viele verschiedene Dinge erfahren dürfen über dich und dein Wesen, über die Art und Weise, wie du Gesetz denkst und Gerechtigkeit denkst. Wir möchten dich um Vergebung bitten, wo wir vielleicht Eifer gehabt haben ohne Erkenntnis, wo wir für Regeln eingestanden sind, ohne den Sinn dahinter zu sehen und dadurch vielleicht dein Werk behindert haben und eingeengt haben. Wir möchten dich bitten, dass wir, so wie jener Geheilte, ein freudiges Zeugnis geben über dich, was du in unserem Leben getan hast. Und danken dir, dass du uns nicht nur in unserer Sünde aufsuchst, sondern auch dann, wenn wir zu deinem Tempel kommen, wenn wir dein Heiligtum studieren, wenn wir in deine Gemeinde kommen, dass du uns aufsuchst, dass du die Initiative ergreifst, um uns mehr über dich zu vermitteln. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, Tag für Tag auch dementsprechend zu leben. Amen.